Ach ja, wer kennt sie nicht? Schon Animes. Okay, da das hier keinen interessiert, jetzt kommen einfach mal meine Top-Animes. Sailor Moon, Boku no Pico, School Days. Belassen wir das bei 3. Mehr kenne ich nicht. Okay, wo sind wir stehen geblieben? Schon Animes. Einer der wichtigsten Aspekte in meiner Kindheit und bestimmt auch in eurer. Und um genau das soll es heute in diesem Video gehen. Ich stelle euch meine persönliche Top 3 der Shonen Animes vor. Und ich will nochmal darauf hinweisen, dass es meine eigene Meinung ist. Und wenn ihr ein bisschen andere Meinung habt, könnt ihr das von mir aus in die Kommentare schreiben. Und wir diskutieren eine Runde. Ich will jetzt dieses Video nicht noch länger machen. Let's go! Platz 3 geht an den Shonen Anime. Stehen wir nicht auch alle auf Milka Schokolade? Ja, okay. Also, wo bin ich stehen geblieben? Genau! Die Rede ist von Dragon Ball Z. Dragon Ball Z ist die Mutter aller schönen Animes. Und ey, Digga, da geht's doch eh 90% nur darum, dass Krillin stirbt. Ja, na und, das ist trotzdem die Mutter der schönen Animes. Wer von euch hat damals nicht mit seinen Armen in die Luft gehoben, wo Son Goku das Genki-Dama gemacht hat? Ich, Alter, ich bin da mal direkt in den Fernseher gesprungen. Ja, okay. Und wer von euch hat denn damals nicht selber versucht, einen Kamehameha zu machen? Wer von euch hat sich genauso gewünscht, so stark wie Son Goku, Vegeta und Rest der Bande zu werden? Digga, ich wollte einfach immer nur Krillin sein, ja? Der stirbt, ist wieder da. Und er muss sich überhaupt nicht morgens um seine Haare kümmern, das kommt nochmal dazu. Ja, okay, lassen wir das. Und wir kommen zu Platz 2. Platz 2 geht an den Anime Fairy Tail. Meiner Meinung nach hat Fairy Tail den besten Soundtrack, den man haben kann. Wenn du einen Anime schaust und der Soundtrack so gut ist, dass du bei jedem Mal hören eine Gänsehaut bekommst, dann kann der Anime nicht schlecht sein. Hey Digga, warte mal kurz, da schreit schon wieder einer meiner Sklaven im Keller rum, warte. Um was geht's in Fairy Tail? Fairy Tail, ich sag's mal grob. Geht um Magier. Die Welt dreht sich um Magier. Manche handeln mit Magie, aber es gibt auch Magier, die sich in Gilden zusammentun. Und dann gibt's halt diese eine Gilde. Stärkste Gilde im ganzen Land. Und wie schon im Namen erwähnt, heißt die Fairy Tail. Und es macht einfach nur Spaß, Natsu und seine Freunde bei seinen Abenteuern zu begleiten und zu sehen, wie er zum letzten Ausdruck kämpft. Fairy Tail ist echt ein sehr gelungener Anime, bei dem man einfach nicht viel falsch gemacht hat. Das einzige, was man kritisieren könnte, wäre Fanservice, aber das ist jetzt auch eine andere Sache. Meine Top 2, Fairy Tail. Platz 1 geht nach meiner Meinung an den besten Anime, den es auf der ganzen Scheißwelt gibt. One Piece. Ich muss wohl nicht mehr sagen. Ich werde wohl diese Meinung mit Millionen von Menschen teilen. Aber wenn ein Anime, den du schon seit der Kindheit guckst, bis heute noch läuft und du denkst, du kannst später selber deinen eigenen Kindern zeigen, was daran falsch? Dieser Anime zeigt einem, was Freundschaft bedeutet, wie wichtig Freundschaft ist, dass man an seinen Träumen glauben sollte. Dieser Anime, wie soll ich sagen, er war der Lehrer meiner Kindheit und Ruffy und seine Crew. Was soll ich zu denen sagen? Wer wollte ich nicht schon immer mal ein Bestandteil dieser Crew sein? Platz 1 geht verdient. Und es geht jetzt nicht nur um Shonen-Animes, allgemein um meine Top-Animes überhaupt an One Piece. Mehr muss ich wohl nicht sagen. Einer der besten Animes, den ich kenne. Ich hoffe, er wird noch ewig weiterlaufen. Marvin, hast du noch was zu sagen? Ich finde diese Typen bei One Piece geil, die sich plötzlich von Weißen in Schwarze verwandeln und trotzdem noch frei leben. Ja. Meinst du gerade deine Sklaven im Keller? Nein, die sind alle weiß. Unten bei mir. Ich bin doch kein Rassist. Ja, okay. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und schreibt mir mal bitte eure persönliche Meinung, eure Top 3 mal unten in die Kommentare. Ich bin gespannt. Ja, das war's. Mehr muss nicht sagen. Verpisst euch. Tschüss. Marvin, noch was zu sagen? Müssen wir Tschüss sagen? Ne? Ne. Sind eh nur Pisser, die das angucken, oder? Ja.
Ja, kann man nicht dazu sagen. Wenn es überhaupt jemand anguckt, ne? Ja, das werde ich auch bezweifeln, aber okay. Kannst dich einfach zu mich, zu meinem Namen umbenennen und dann geht das schon. Ja. Tschüss. Ja.